Moin und hier zurück bei Destiny 2. Ja, wie kommt man jetzt zum Bogen, zum Versteck von Kate 6? Ja, hier oben muss man hier hoch. Das heißt, sie geht hier unten lang. Dann geht ihr hier, also wenn ihr im Hangar seid, ne, ihr müsst zum Hangar, nicht vergessen, Hangar, da kommt ihr von da. Dann müsst ihr hier einmal die Treppen hoch. Ihr könnt natürlich auch woanders hochgehen, aber sag ich jetzt mal einfach von hier. Es gibt auch die Möglichkeit mit dem Glitch, aber den zeige ich jetzt natürlich nicht. Das wird es wahrscheinlich auch jetzt nicht auf Anhieb klappen, aber wir probieren es einfach mal. Ja, dann geht ihr hier oben lang, wie man sieht. Dann müsst ihr hier links, links, links. Dann müsst ihr da, wo die am Schweißen sind, lang. Und dann kommt ihr da langsam hin. Absprung müsst ihr ein bisschen üben. Wahrscheinlich fallt ihr auch ein paar mehrmals runter, so. So, gut, okay, geschafft. Ich weiß nicht, ob das auch was mit Agilität zu tun hat oder nicht. Dann geht ihr hier lang. So, so, so. Untersuchung? Warte mal, kann ich irgendwas untersuchen? Ist das jetzt hier schon hier? Das weiß ich, wusste ich jetzt noch nicht. Sieht aus wie ein Tagebuch. Anna Bray. Kann aber nicht entziffern, von wem. Ist so gut wie alles redigiert. Und dazu fehlen noch komplette Seiten. Irgendetwas daran ist doch faul. Oder mache ich mir zu viel Kopf? Okay. Da geht's weiter, alles klar. Ab und zu, ich werde es first try. Ich muss erstmal selber erstmal gucken, wo es hier alles Sachen gibt und wo nicht. Oh, da geht's runter. So, jetzt sind wir hier schon richtig. Ich sag, von da kommt ihr. Es fehlt auch noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wie sag ich, muss mal ein bisschen gucken hier, ne? Natürlich nichts verpeilen hier. Hier ist auf jeden Fall nichts. So, wo geht's hier weiter? Alle gucken hier erstmal. Hier muss auf jeden Fall irgendwo noch irgendwas sein, eine Klappe oder so. Glaube ich zumindest. Da ist er. Hoho. Ist alles First Try. Ist alles First Try. Da ist der Bogen. Huh. So. Gucken, was der zweite Questabschnitt ist. Mal gucken. Kehre zu Banshee zurück, um dich zu beschweren. Nördlich natürlich höflich. So, gut, okay. So, das war natürlich easy. Einfach hinfliegen. Zurücklatsch jetzt nicht. Vielleicht kann man da noch mehr entdecken. Ich weiß es nicht. Ist alles First Try, wie gesagt. Ich habe mir vorher nichts angeguckt, nur den Glitch. Deswegen, ja, einen Glitch habe ich noch nicht probiert. Dementsprechend ist es als First Try. Was denkst du? So. Sir, die Schlüssel bitte. Bla bla bla, bla bla bla. Ich will eigentlich nur die Bogen haben. So, dann geht's hier weiter mit der Quest. Also, mal gucken, was nächstes kommt hier. So, um an den Bogen in Banshees Werkstatt zu gelangen, brauchst du einen rotierenden Schlüsselcode, aber das Original ist verloren gegangen. Du musst einen neuen Code generieren, genau wie Banshee es getan hat. Laut Banshee musst du zuerst hinausgehen und einen Schlüsselgenerator mit Kampfdaten füttern. Sammle Daten für einen neuen Schlüsselcode, indem du Gambit-Matches oder Foul-Strikes abschließt. Gambit-Prime-Matches und Dämmerungs-Strikes liefern die besten Ergebnisse. Ja, also da reingehen und natürlich nicht vergessen, die Beutezüge mitzunehmen und dann seid ihr dabei. Ja, so geht's. Danke fürs Zusehen und dann viel Spaß bei der Quest. Mal gucken, das ist der Anfang.
Platz ein bisschen geholfen, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, alles First Try hier. Reingehauen. Tschüss. Ich brauche einen Schock.